Hey Leute, heute spielen wir nochmal ein bisschen Koop. Versuchen jetzt mal weiter die neuen Blaster freizuschalten. Ich habe jetzt extra den für Offizier ausgewählt. Mit dem habe ich, glaube ich, noch kein einziges Mal nach dem Update gespielt. Das heißt, hier müssen wir dann wirklich die vollen ganzen 80 Kills bekommen, um dann letztendlich den DL18 freizuschalten. Und hier kriegen die erstmal mit irgendeiner Granate rein. So, erstmal alle kurz hier wegmachen, dann bauen wir direkt das Geschütz auf, geben uns mal kurz einen Boost. Ich weiß gerade gar nicht, von welcher Seite die hier ankommen. Hier haben wir dann einen. Ah, steht direkt ein Wookie. Oh, Thermalenplauder weg hier. Ich kümmere mich jetzt erstmal noch nicht, wir haben ja noch 3,5 Minuten, kümmere ich mich deswegen erstmal noch nicht ums Einnehmen. Meine Kumpels machen das hier. Ich gehe nämlich jetzt erstmal schön für die Kills. Oh wow, wir haben ja erst 5 Kills. Das hätten die ruhig die Assists auch machen können, dass sie dazu zählen. Komm schon, die Kills haben wir alle gut gestohlen. Und weg hier. Vielleicht können wir von hier oben runterschießen. Können wir noch einen Kill bekommen mit der Blendkanne? Nein, können wir nicht. Oh, da ist ein Wookie. Ah, okay, wir haben es schon eingenommen. Sehr gut. Neun Kills erst. Da müssen wir ein bisschen schneller arbeiten, damit wir den DL18 freischalten können. Obwohl, das stimmt. Das habe ich total vergessen. Man bekommt ja den Blaster in der Kiste, in der Crate, die muss man ja dann erst öffnen. Das heißt, wir können ja sowieso gar nicht hier in der Runde spielen, aber vielleicht dann in der danach. Das heißt, wir müssen dann wirklich in dieser Runde jetzt die 70, ach die 70, die 50 Kills bekommen. Wo sind die denn alle? Müssen wir mal 15 Kills. Der ist echt schleppend hier nur, obwohl es ein Koop ist. Wo sind die denn alle? Hier ist einer. Weggemacht. Da kommt hier direkt ein scheiß Wookie an. Nice. Wookie erledigt und nicht vom Thermalenplauder gestorben. Kommen die durchs Gebüsch angerast oder was? Da schießt doch irgendeiner. Alter, ich sehe hier in dem Dickicht gar nichts. Wo? Ach, da hinten. Komm schon mit der Blendgranate rein. Und ich bin tot. Ah ja, ja, 20 Kills, das dauert mir echt zu lange. Wir können mal den Todestruppler aber dafür ausprobieren. Mit seiner neuen Waffe. Ich weiß gar nicht, ob sie genau dieselben Schadenswerte hat wie die. Wie die Version von der normalen Angriffsklasse. Oh shit, da sind die alle hier. Oder ob das eine leicht gebuffte ist. Alter, ich treffe ja gar nichts. Was ist denn hier los? So, geht doch. Ich kann mal die Überladenfunktion ausprobieren. Wir können immer noch weiter sprinten und ich bin tot. Das haben die auch geändert, dass man
während man die Überladenfunktion aktiv hat, dass man dann immer noch sprinten kann, rollen kann und so weiter. So, jetzt geht's aber hier mal ab mit dem Blaster. Oh, weiterentfernen könnte ruhig ein bisschen mehr Schaden machen, meiner Meinung nach. So, und die nächste Phase haben wir auch schon abgeschlossen. Sind hier noch irgendwelche Gegner, die sich da zurückziehen? Jawohl, da sind doch welche. Ah, da hat die Gente für uns gescannt. Ah, diese blöden Sprungtopler, die sind echt fies von der GI, weil die immer einen mit der Rakete beballern direkt. Zack, so, fertig gemacht. Der arme Ewok wurde totgewirkt. Da sind wieder diese blöden Sprungtruppler. Der denn her? Und die nächsten Kills. Jetzt könnten mich ja aber ruhig. Obwohl, ja. Ich wollte gerade sagen, die könnten mich ruhig jetzt töten. Dann könnten wir nochmal mit dem Offizier rangehen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir in dieser Runde dann die letzten 30 Kills, die wir, glaube ich, dann noch brauchen, schaffen würden. Und dafür können wir jetzt ruhig hier weiter den Todestruppel ausprobieren. Aber der gefällt mir auch mit der neuen Waffe ganz gut. Also ich fand den vorher mit dem DLT-19 war das, glaube ich, fand ich den auch nicht wirklich schlecht. War halt eben seine, nicht seine richtige Waffe. In dem Film hatte der immer den E11D. Und dann war das einzig Richtige, dass wenn der Blaster ins Spiel kommt, dass der dann auch einfach erhält. Kommt dann einer? Ah, jetzt sind Vader die ganzen Kills mir weg. Ich habe da extra meinen Shell Imploder noch geworfen. Läuft jetzt wie am Schnürchen. Ah, auf weiter Distanz kann man keinen mit einer einzigen Ladung killen. Da muss man erstmal zwischendurch abkühlen den Blaster. Okay, ja gut, wenn ich jetzt alle getroffen hätte, dann nicht. Alter, diese Ewoks sind so winzig. Ein letzter Vorstoß, dann haben wir gewonnen. Hab so, wie ich einfach die ganze Zeit nur reinballer und kein bisschen einnehme. Oh shit, da ist Luke Skywalker. Komm schon. Oh, tot ist er. Jo, jetzt chillen die alle hier drin. Ach, das ist schon der letzte Kommandoposten. Okay, gut. Und schon, werf deinen Imploder. Alter, hier muss Vader einmal nur richtig reinwirken. Jetzt ein bisschen Bonusgesundheit zu gewinnen. Wo kommen die denn alle raus? Da hinten ist ein Ewok. Ah, man kann gar nicht reinzoomen, wenn man von den Wisties belegt ist. Von rechts kommen die alle, hier ist eine Granate. Okay, ich steck fest. Die sind überall. 37 Kills, nice. Können jetzt auch nochmal ohne schauen.
den wir nehmen. Wir können einfach mal Boss nehmen. Kurz ausprobieren in den letzten paar Minuten. Der hat ja auch jetzt einen Doppelzoom. Und zu bekommen, genauso wie Finn und Aiden, glaube ich. Aber der Sprung ist leider immer noch so komisch. Ah, von rechts kommen die alle. Zack, legen wir hier mal Kamin. So. Wo kommen die nächsten an? Ah, oh, das war's schon. Das wäre fix. Ah, schade, nur 99 Eliminierungen. Dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal bei dieser Let's Play-Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.